Meine persönliche Theorie ist, dass die ersten europäischen Lauten nichts anderes waren als Uds. Die Mitteleuropäer waren ja alles Christen, haben eben die Araber bekämpft und dann mit der Reconquista im 15. Jahrhundert haben sie es dann geschafft. Und das fällt sozusagen zusammen mit dem Auftauchen der europäischen Laute. Was für ein Zufall. Also meine Theorie ist, dass sozusagen die Ud sich eigentlich bis dahin ausgebreitet hatte in ganz Europa, aber dann sozusagen das Instrument des Feindes war und deswegen auch wahrscheinlich nicht gern gesehen war und so ein bisschen im Versteck gehalten wurde. Nach der Reconquista ist es auf einmal christianisiert worden sozusagen und war dann auf einmal überall da. Das Spannende ist, dass eigentlich die Ud sich sehr wenig weiterentwickelt zu haben scheint seitdem, während die europäischen Lauten eine unglaubliche Entwicklung über die Jahrhunderte gemacht hat. Von der also Mittelalterlaute über die verschiedenen Renaissance-Lauten dann bis zur Barocklaute, Theorben und so weiter. Und dass die Ud sich nicht wesentlich verändert hat, hat natürlich nichts damit zu tun, dass die orientalischen Udbauer faul oder dumm waren, sondern es hat mit der Entwicklung der Musik zu tun.